Hallo Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr wieder heute mit dabei seid bei einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute haben wir etwas von der Firma Riva Rossi für euch, nämlich diese wunderschöne grüne G8.1 der preußischen Eisenbahn. Es ist eine Lokomotive ab Werk mit Sound, das heißt, viel steht heute auf dem Fahrplan und der sieht folgendermaßen aus. Wir beginnen wie immer mit den Informationen zum großen Vorbild, wo wir wirklich weit in die Vergangenheit reisen müssen. Dann geht es weiter mit dem Modell hier in 1:87. Wir gehen danach raus in die Freiwildbahn, schauen uns die Fahreigenschaften an, hören ganz genau hin, was die Loks an Sounds mitbringt und dann zum Schluss zum einen mein Fazit und das Wichtigste für euch natürlich die Artikelnummern. Also der Fahrplan steht, legen wir los, steigen wir ein, haben wir Spaß und los geht's. Legen wir also los mit dem großen Vorbild. Ja, der Dampfloktyp preußische G8.1 war eine von Robert Garbe durchgeführte Weiterentwicklung der G8 und wurde zunächst als verstärkte Normalbauart bezeichnet. Die Achsfolge war D und die Höchstgeschwindigkeit war 55 km/h. Die Achsfolge D, was heißt das? Wir haben im Prinzip, D ist der vierte Buchstabe, wir haben vier angetriebene Achsen und das war's. Hätten wir jetzt noch einen Vorläufer und einen Nachläufer, hätten wir die Achsfolge 1D1. Zum Beispiel. Also ist es relativ einfach bei den Dampflokomotiven. Sie hatte einen größeren Kessel und das daraus folgende höhere Gewicht war beabsichtigt, um durch das höhere Reibungsgewicht die Zugkraft ebenso zu erhöhen. Durch den hohen Achsdruck konnte die G8.1 allerdings dann nur auf Hauptbahnstrecken eingesetzt werden, da sie für die Nebenbahn viel zu schwer war. Als Einsatzgebiet kam zum schweren Güterzugverkehr später dann auch der schwere Rangierdienst dazu. Unsere preußische G8.1 in wunderschönem Grün, die wir euch heute hier vorstellen, ist von der KPEV, von der Königlich Preußischen Eisenbahnverwaltung und eine Weiterentwicklung der regulären preußischen G8. Die ab 1902 gebaute Dampflokomotive, die relativ weit verbreitet war, hatte eine Achslast von 14 Tonnen. Wie gesagt, ab 1902, also wirklich schon vor sehr langer Zeit, dann die Weiterentwicklung, die preußische G8.1, die wir halt hier haben, man nannte sie auch die verstärkte G8, wurde dann ab 1913 gebaut und hatte dann eine Achslast von 17 Tonnen. Die G8.1 war die am häufigsten gebaute Länderbahnlokomotive und nach der 20 Jahre später gebauten DR-Baureihe 52 die zweithäufigst gebaute Lokomotive in ganz Deutschland. Für die preußischen Staatseisenbahnen und zuletzt auch für die Deutsche Reichsbahn wurden sage und schreibe, und die Zahl muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 4.958 Stück hergestellt. 185 davon wurden ins Ausland verkauft, zum Beispiel nach Polen, Rumänien oder sogar auch nach Schweden. In den Jahren 1934 bis 1941 wurden dann insgesamt 691 Lokomotiven der Baureihe G8.1 mit einer vorderen Laufachse ausgerüstet. In unserem Falle würde das bedeuten, hier würde noch eine Laufachse hinzukommen und die Achsfolge würde sich ändern in 1D. Ja, das hat man gemacht, um nicht nur die Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen, sondern auch die durchschnittliche Achslast zu vermindern. Die umgebauten Lokomotiven wurden dann in die Baureihe 56-2 umgezeichnet. Mehr als 1000 Fahrzeuge gab es noch nach Ende des Zweiten Weltkrieges. 1968 hatte die Deutsche Reichsbahn noch 150 Fahrzeuge und die Deutsche Bundesbahn immerhin noch 50, die sie ab 1968 als Baureihe 055 bezeichnete. Die letzte G8.1 der Deutschen Bundesbahn, die 055-538, wurde am 21. Dezember 1972 aus dem Dienst genommen, also kurz vor Weihnachten. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit wurde die Lokomotive nach 1945 dann kaum noch auf Hauptbahnen, sondern dann nur noch überwiegend am Rangierdienst bzw. auf Kurzstrecken eingesetzt. Dort waren sie wegen ihrer Leistungsfähigkeit dann aber auch lange Zeit unverzichtbar. Ja, heutzutage sind immer noch einige Lokomotiven dieser Baureihe museal erhalten geblieben und auch tatsächlich heute noch mit Sonderzügen in ganz Deutschland unterwegs. Freunde, und das waren die Informationen zum großen Vorbild. Wir machen weiter im Fahrplan.
Angekommen bei Modell N187 schauen wir uns wie immer an, wie kommt die Lokomotive zu uns. Wir haben hier unsere Standard-Rivarossi-Verpackung, wobei ich sagen muss, Lokomotive und Tender sind mit einer elektrischen Kupplung miteinander verbunden und werden hier im Karton getrennt transportiert, und das war schon ein Highlight, wo ich auf einmal nur den Tender in der Hand hatte. Das hatte mich ein wenig schockiert, aber die Montage, also sprich das Zusammenkuppeln, funktioniert problemlos. Das hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, die Lokomotive ist hier sicher drin verpackt. Zurüstteile gibt es nur ein paar Ansteckteile, eine Bügelkupplung und dann tatsächlich einen Schleifer für den Wechselstrombetrieb, dazu aber später mehr. Sonst ist da nichts mit bei. Dann gibt es natürlich ganz viele Papiere. Wir haben hier dann, wenn man dann ein analoges Modell sich kauft, die Informationen, wie bauen wir einen Decoder bzw. einen Digitaldecoder ein. Hier haben wir die Informationen, wie wir die Lokomotive öffnen können. Hier haben wir das Ersatzteilblatt. Hier links unten haben wir dann noch die Informationen, wo wir dann die Lokomotive auch ab und zu mal schmieren müssen. Hier auch nochmal Ersatzteile drauf zum Bestellen. Und hier ganz wichtig natürlich für die Leute, die sich dann die Lokomotive ab Werk mit Sound dann zulegen, hier dann alle Sounds drauf, die die Lokomotive mit sich bringt. Zur Lokomotive selbst. Ich habe sie ausgepackt, habe mir sie natürlich erstmal angeguckt, dann auf die Anlage gestellt und bin dann mit ihr erstmal ein paar Runden gefahren. Zum einen hat sie wirklich ein sehr schönes Licht. Sie hat vorne wie hinten LEDs verbaut, genau wie auch die Feuerbüchse, die ist beleuchtet. Das ist auch LED. Ich finde hier vorne gerade bei den Frontleuchten fällt es wirklich recht stark auf, dass es LEDs sind. Ich habe aber im ersten Moment gedacht, hey, hat die Lokomotive schon Licht an, weil das in der Kamera so ein bisschen reflektiert hat, aber nein, es sind nur die LEDs gewesen. An sich aber ein sehr schönes Licht von der Lokomotive, vorne wie hinten. Man hat beim Einschalten des Lichtes nur vorne Licht, das Tenderlicht hinten muss man separat über eine Funktionstaste einschalten. Dann hat man die Möglichkeit, hier im wirklich sehr schönen geräumigen Führerstand die Feuerbüchse einzuschalten, also sprich eine rote flackernde LED. Die elektrische Kupplung hat mir sehr Spaß gemacht, allerdings muss man beim Kuppeln unten aufpassen, da sind Sandrohre links und rechts, das heißt, wenn man kuppelt, empfiehlt es sich, einen kleinen Finger oder grundsätzlich etwas von unten gegenzudrücken und dann die beiden Kupplungen, also sprich Männlein und Weiblein, zusammenzuführen und zu kuppeln. Also wie gesagt, immer von unten etwas stabilisieren, weil ansonsten läuft man Gefahr beim Zusammenstecken, dass die Pinne sich verbiegen und eventuell nach unten abbrechen. Ansonsten, wie gesagt, macht die Lok einen sehr schönen Eindruck. Von der Verarbeitung her, von den ganzen Rohren und auch von der Bedruckung her gefällt es mir sehr, sehr schön. Auch hier vorne die Front, da ist wirklich auch schon alles zugerüstet im Prinzip. Man hat hier unten zwar den NEM-Schacht, wo man dann natürlich die mitgelieferte Bügelkupplung mit reintun kann, aber die kann man auch natürlich zurückrüsten und dann Bremsschläuche und auch einen Zughaken hineinstecken. Die Sachen sind da. Ja, der Begriff elektrische Kupplung verrät es eigentlich schon. Wir haben hier die Stromabnahme im Tender. Wir haben drei Achsen. In der Mitte auf einer Achse wird Strom abgenommen und der Strom wird dann hier vorne dann an den Motor abgegeben, der sich hier vorne mittig befindet, auch mit großer Schwungmasse. Der hat auch ordentlich Gewicht. Alle vier Achsen sind hier dann angetrieben. Die hinterste Achse, also diese hier, die ist auf beiden Seiten mit Haftreifen versehen, um die Zugkraft zu erhöhen. Die Bedruckung auf beiden Seiten wirklich trennscharf, da kann man alles wunderschön erkennen, und auch hier die Anbauten sind alle sehr schön und filigran verarbeitet. Das Einzige, worauf man dann aufpassen muss, ist, wie man die Lok immer anfasst. Ich habe bei Dampfloks immer das Problem, ich weiß nicht, wo ich die Lokomotiven wirklich sicher anpacken kann, sodass ich sie nicht nur sicher in der Hand habe, sondern auch nichts abbreche. Aber bei der Lokomotive empfiehlt es sich hier im Prinzip am Längsrahmen da etwas unterhalb anzufassen und dann den Tender schön in die flache Hand nehmen, und dann hat man die Lok wirklich relativ sicher in den Händen. Ja, ansonsten schauen wir uns die Lokomotive noch in ein paar Stichpunkten an. Wir haben einen fünfpoligen schräg eingesetzten Motor mit Schwungmasse. Wir haben einen mindestbefahrbaren Radius von 356 mm. Das entspricht bei Rocco ungefähr dem R2. Die Lokomotive ist logischerweise aufgrund ihres Alters aus der Epoche 1. Diese war nämlich von 1848 bis 1920. Die Lokomotive, wie eben eingangs des Videos ja schon gesagt, ist von der preußischen Eisenbahnverwaltung, von der königlich preußischen Eisenbahnverwaltung. Wir haben die Farbgestaltung in königlichem Grün. Wir haben eine Schnittstelle NEM 660, das ist eine 21-polige MTC-Decoder-Schnittstelle. Wir haben einen Kupplungsnormschacht NEM 362 mit Kurzkupplungskinematik und die Länge über Puffer 210 mm. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon zum Modell N187. Wir machen weiter im Fahrplan.
Ja, ihr Lieben, da sind wir am Ende unseres heutigen Videos leider auch schon angekommen. Und jetzt folgt natürlich, wie sollte es auch anders sein, mein Fazit. Mir persönlich hat die Lokomotive wie immer sehr viel Spaß gemacht. Also ich hatte kaum Lokomotiven, die ich euch vorgestellt habe, die mir persönlich keinen Spaß gemacht haben, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder irgendwas schlecht verarbeitet war. Oder. Also auch hier bei der Lokomotive alles ist sehr schön umgesetzt. Was mir persönlich auch schön gefällt, sind natürlich hier die ganzen angesetzten Teile, die auch farblich schon abgesetzt sind. Es passt wirklich sehr schön ins Gesamtkonzept und Bild der Lokomotive und auch die Vereigenschaften sind sehr schön gewesen. Zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel das Feuerbüchsenflackern und so weiter, gefallen mir persönlich auch sehr schön und die Zugkraft ist auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, kommen wir nun zu den wichtigsten Sachen für euch, nämlich die Artikelnummern. Die Lokomotive gibt es in zwei Varianten und zwar einmal DC-Analog. Dort ist es die Artikelnummer HR2807 und dann gibt es die Lokomotive, also die, die wir euch heute hier vorgestellt haben, ich zeige sie euch nochmal schön, hier, schön, gibt es mit der Artikelnummer HR2807S. Für die Wechselstromfahrer gibt es von der Firma Riva Rossi einen Schleifer mit dabei. Diesen Schleifer samt Befestigung und auch Schrauben kann man, ich kann es mal ankippen, keine Sorge, es gibt Detailbilder. Hier am Tender, wo wir die Stromaufnahme haben, haben wir hier eine kleine Platte, auf der der Schleifer dann montiert werden kann. Wechselachsen drauf und dann geht die Reise auch schon los auf einer Wechselstromanlage. Finde ich persönlich eine sehr, sehr schöne Sache. Möchtet ihr diese Lokomotive haben, ist das kein Problem. Einfach auf unsere Homepage gehen, www.modellbahnunion.com, oben in die Suchzeile eure gewünschte Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Fragen zu dem Modell beantworten wir natürlich auch gerne. Einmal habt ihr die Möglichkeit, unter dem Video die Kommentarfunktion zu nutzen oder uns eine E-Mail schicken an info@modellbahnunion.com und in beiden Fällen, ihr kennt das, werden wir euch dann schnellstmöglich informieren bzw. euch antworten. So, das war es von der preußischen G8, das war es von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Euch alles Gute, stets HP1, macht es gut und tschüss.